Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir gehen wieder zu Sam's Diner. Und schau mal, was die Mary sozusagen hat. Die Mary Joanna. Oh, was ist das, ein Kamel oder was? Hey du Kamel. Problems? Hä? Bin gespannt, was er macht, wenn ich hier stehen bleibe. Er schiebt mich. Na gut, will aber nicht so sein, du Kamel oder Bär oder was auch immer du bist. Das ist eigentlich, wenn man hier weitergeht, gibt es da noch was zum Begutachten? Nee, da waren wir ja schon mal, gell? Da ist sie wieder. Mary! Ah, ich wusste doch, sie verbergen etwas. Was? Wissen Sie was? Sie sind die einzige Frau, die Dan jemals Joey genannt hat. Außer seiner verstorbenen Frau. Erwischt. Oh. Du liebe Güte. Ich kann ja nicht frei reden. Meine Schicht geht noch 10 Minuten. Können Sie noch ein bisschen warten? Natürlich. Schenkst du mal nach, Mary? Ich komme gleich. 10 Minuten. Dauert das, meine Schicht noch, dann habe ich Zeit für Sie. So, wo reden die jetzt? In seinem Auto? Bei ihr zu Hause? Auf der Straße? Im Park? Mary, Mary, Mary! Vor dem Uhrengeschäft, natürlich, vom Juwelier. Vom Uhrmacher. Mary Purnell, der Engel, den Joe dann in seinen besten Jahren gefunden hat. Joe und ich waren beinahe 2 Jahre lang zusammen. Es fing alles an, als... Nun. An den Wochentagen fange ich in der Morgendämmerung an, den Club zu putzen, vor meiner Schicht im Diner. Joey war immer früh dran. Er tauchte meist kurz nach mir auf. Und dann? Er hat immer gesagt, das sei die beste Zeit für die schlimmste Arbeit des Tages. Oh, ich weiß genau, was er damit gemeint hat. Sagen Sie nichts, Papierkram. Er hat das wirklich gehasst. Eines Morgens hat er mich weinen sehen. Ich hatte einen schweren Tag und... Er hat versucht, sie zum Lachen zu bringen. Er hat auf die Kaffeemaschine gezeigt. Sie brauchen eine Tasse von Joes Kaffee und frische Luft. Das war die erste von vielen Tassen Kaffee auf dem Dach. Wo dann sie dann auch verführt hat. Passen Sie auf, was Sie sagen, Mr. Blacksad. Blacksad. Sie sind vielleicht noch zu jung, um das zu verstehen, aber... Wahre Liebe hat wenig mit Verführung zu tun. Eines Tages wurde uns klar, dass der Dachkaffee das Beste an unserem Tag war. Und so verbrachten wir mehr Zeit zusammen. Aber Sie haben nie jemandem etwas gesagt. Warum haben Sie das geheim gehalten? Wegen Sonja. Sie und Joey hatten sich nach dem Tod ihrer Mutter auseinandergelebt. Er hatte Angst, dass unsere Beziehung alles nur noch schlimmer machen würde. Doch eines Tages, auf dem Dach,
Da ist uns klar geworden, wie ernst es uns mit unserer Beziehung war. Und so haben wir beschlossen, aus diesen Augenblicken etwas für den Rest unseres Lebens zu machen. Er hat sie also gefragt, ob sie seine Frau werden wollen. Ja, natürlich. Er hat mir den Ehering gegeben und wir haben beschlossen, es aller Welt zu sagen. Er hat gesagt, er müsse sein Glück mit seinem kleinen Mädchen teilen. Doch offenbar war er gar nicht so glücklich. Was ist mit Ihnen? Wie standen Sie dazu, es Sonja zu sagen? Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass ich ein wenig erkältet bin. Ich sollte jetzt wirklich nach Hause gehen. Vielleicht sollten Sie sich etwas um den Hals legen. Ich habe meinen Schal schon vor einer Weile verloren, keine Ahnung wo. Und jetzt, wenn Sie mich dann entschuldigen, das ist meine Bushaltestelle. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Blackside. Naja, so gesprächig war sie jetzt auch wieder nicht. Irgendwo hat sie ihren Schal verloren. Warum die immer solche krassen Pausen in dem Spiel haben. Jetzt bin ich wieder im Boxclub. Mist, jetzt habe ich... Index. Hat sie mir da neu gespielt? Nein, 2 Jahre. Und erst kürzlich ihren Schal verloren, genau. Schal hat sie verloren. Hey du Kuh. Du könntest sie ja den Schal verloren haben. Hat er noch was? Dann hat er den Schal gefunden. Ach, dreh hier weiter, du Affe. Sie hat ihren Schal verloren. Die putzte er. Hat sie auf Klo verloren? Mhm. Haben wir hier einen Schal gesehen? Da hängt er doch. Ist es der? Geh doch. Nein. Da hatten wir ja schon alles. Geh mal lieber, sonst haut er uns. Geh halt. Also die Steuerung ist echt der letzte Müll. Wirklich. Schal, sie geht immer hinten rein. Wieder nichts verpasst hier so. Doch. Ein Panini-Bild. Ich muss gleich nochmal mit der Ziege reden, irgendwie. Hier ist auch nichts mehr, oder? Na, was sagt denn der Kommissar dazu? Nochmal den Kommissar anrufen. Ich glaube, ich habe im Fall Dan eine neue Spur. Dan und die Putzfrau des Boxclubs wollten heiraten. Super, dann rufen Sie gleich mal bei What's News an. Die werden sicher wissen, was Sie mit so unfassbar interessanten Informationen anstellen. Die Kombination von Dans Tresor war ihr Geburtsdatum. Er hat ihr sogar einen Ring geschenkt. Sie wissen schon, das große Glück eines klassischen Selbstmörders. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Aber vielleicht habe ich da was für Sie. Hä?
was? Wo sind wir denn jetzt? Beim Smirnoff, beim Wodka. Smirnoff auf Eis. Out of order. Die Chipbox funktioniert nicht. Im Leben gibt's so manchen schiefen Ton. Die Noten sind zwar alle da, doch der Song kommt platt rüber und hört sich nicht mal ansatzweise wie Musik an. Ja, das ist mir nie. Und doch ist es möglich, sie harmonisch zusammenklingen zu lassen. Doch nicht immer liegt das in unserer Hand. Was hat er denn da Schönes? Sie sehen müde aus, John. Sie sehen selbst recht erschöpft aus. Ja, ich bin fertig. Und am Verhungern. Ich komme gerade von der alljährlichen medizinischen Untersuchung für Polizisten. Ich musste nicht nur nüchtern erscheinen, sondern auch zwei riesige Gläser Wasser austrinken. John, alles klar bei Ihnen? Können wir mal eben über Dan reden? Natürlich, kein Problem. Die Sache ist, ich würde Ihnen ja gerne bei dem Fall helfen, aber ich kann nicht. Sie wissen doch, dass ich für den Staat New York arbeite. Wenn ich irgendwelche Informationen hätte, könnte ich sie nicht mit einem Privatdetektiv teilen. Selbst wenn sie hier auf diesem Tisch liegen würden. Sie haben doch zwei riesige Gläser voll Wasser getrunken. Wie verkraften das Ihre Nieren? Ja, Sie haben recht. Vielleicht sollte ich mal aufs... Wenn Sie mich entschuldigen. Büro des Oberen Gerichtsmediziners, East Manhattan. Was haben wir denn hier? 1, 2. Wie sie ihn eingezäunt haben. Okay. Fallnummer 17-6097 minus medizinische Abteilung. Verstorben Joseph Richard Dunn. Geschlecht männlich. Familienstand verwitwet. Spezielle Luchsfarbe, dunkelbraun, Alter 74 Kilo, Größe 1,65. Groß war er ja nicht. Externer Befund, gewaltsame Anästhesie verursacht durch ein Seil um den Hals. Rund um den ganzen Hals wurden vier ringförmige Abdrücke festgestellt. Standen von dem Seilstamm. Angeschwollene und leichte, zerkratzte Fingerknöchel an deren rechten Hand, vermutlich durch ein Trauma in jüngster Zeit verursacht. Interessant. Ja, finde ich auch. In internen Autopsie befand sich aufgrund einer ausreichenden Entscheidung extrem Beweislage nicht statt. Externen Beweislage, Entschuldigung. Dann noch jenen hier. Zeitpunkt, Datum des Todes, 19 Uhr am 19. Oktober 1900, Ursache des Todes, gewaltsame Art des Todes, Selbstmord. Naja. Jetzt komme ich mir noch dünner vor. Meine Nieren auch. Danke. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, John, für mich schien das alles so klar zu sein. Aber jetzt... Ein deutscher Schäferhund. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie keine Selbstjustiz üben. Ich will doch sehr hoffen, dass wir beide keine einsamen Rächer sind.
Ich werde es versuchen, aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Also schön. Wie auch immer, sie hat mich auf dem Laufenden, oder? Klar, warum habe ich hier rum? Mein Freund, Sie können sich darauf verlassen. Bis dann, John. Wie immer hat mir Smirnoff neue, möglicherweise relevante Informationen überlassen. Und er hatte auch Zweifel gesät. Wenn ein alter Hund wie er plötzlich so ernst wird, dann muss man bereit sein zuzubeißen. Der Grill ist schon aus. Ich gebe euch noch 25 Sekunden, um den letzten Burger zu bestellen, bevor das der Grill nicht kalt ist. Ist der im Auto gewesen? Ihr Arschlöcher. Na, wenn das mal nicht Mister Leg dich bloß nicht mit mir an ist. Raus aus meinem Restaurant. Und komm ja nicht wieder, sei denn du willst einen Facelift. Mit dem alten Sam legt sich keiner an, Miezekatze. Ich will einen Cheeseburger für einen Freund. Sei froh, dass die Küche schon dicht ist. Ich hätte in den Burger reingerotzt. Los, ihr Wichser! Fresst die Scheiße auf und verpisst euch! In 5 Minuten sperre ich zu! So behält man seine Kunden ganz sicher, ja. Ich nerv ihn nochmal. Oh, geht nicht. Ich hätte mir eins in die Schnauze hauen sollen. Spielt sich das nur immer hier ab, oder was? Dann ist ja das Spiel ein bisschen mager, oder? Jetzt mit dem Auto irgendwann erst hinfahren? Oder sagt er wieder, hätte lieber einen Cadillac? Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Der ist doch schön. Ich muss mal zu Mr. Zickenbart gehen. Du bist ja hässlich. Irgendwie, die Tür ist zu, oder? Nochmal die Ziege an. Lappern. Da war ja nichts, gell? Schläft die Ziege noch? Oh Mann, der schläft noch, oder? Komm, weg ihn auf! Dann nicht. Okay, die Ziege hat anscheinend alles gesagt. Nochmal den Affen ansprechen. Aber hat es jetzt eigentlich neue Informationen gegeben? Eigentlich nicht. Notizbuch öffnen, zu. Polizeibericht, Leiche hatte 4 Male am Hals und geschwollene Fingerknöcheln, also hat er geboxt. Weekly
Das. Nee, nix Neues irgendwie. So, entweder den Schal finden oder. Und der hat da noch irgendwas zu melden? Sagt er ihm, dass er die Male im Hals hatte? Nee. Halt, was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht angesehen. Offenbar hat Dan sowohl seine Tochter als auch Bobby Yale jedes Jahr gemessen. Bei Sonja hat er mit 18 aufgehört. Bei Bobby gibt es eine Lücke zwischen 15 und 17. Ja, das war da, wo er in der Gang war. Ja, Made Mäusele, hast du jetzt was zu sagen? Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, Sie ja sicher wissen. Ich weiß nichts. Also, ich weiß es. Gibt's so Brain Gezeder? Ah, da gibt's was, okay. Zusammen. Auch nicht. Bin jetzt verarscht. Keine Ahnung. Irgendwas. Das habe ich dann alle durch, halt. Hat das noch damit zu tun?
Okay, Hals, Expander. Alter, irgendeins muss er jetzt stürfen. Harry ist erkältet. Geht eigentlich nur das eine, gell? Jetzt einfach alles am anderen durch. Ey. Was hat das mit der Größe zu tun? Na schön. Dan hat gegen einen Farbeimer geboxt. Aber warum? War er denn nicht ruhig und gelassen? Hahaha. Ach, jetzt. Logisch. Bei der Ziege hat er das ja gesagt. Sieht aus, als hätte ihn einer als Boxplanks benutzt. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein. Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. War's, oder? Mehr war da nicht. Wahrscheinlich hat er auch nichts mehr zu sagen. Die Ziege schläft auch ständig. Oben, die hat auch nichts zu melden. Warte mal, ist auf dem Dach ein Schal. Hätte ich ja gesehen, ein Schal. Um Ring herum ist auch nichts, oder? Hat aber was gelegen. Ja, wer sagt's? Ich kann nicht raufgehen, gell? Da oben was untersuchen. Aha, den Gong habe ich auch noch nicht untersucht.
Jetzt auf einmal geht er rauf. Ist ja auch seltsam. Was bringt einen Mann dazu, so etwas zu tun? Das Leben hat mir schon so manchen Schlag verpasst, aber... Oder was? Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Okay. Raining. Nein, nein, steht hier. Okay, was ist da neu dazugekommen? Was ist denn das? Farb einmal geboxt haben. Ja, die Größe, gell? Ich hab's mir schon gedacht. Nun wurde ermordet, ja. Ich bin deutlich größer als Dan. Und sie komme selbst gerade so an die Schlinge. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Dan hat sich niemals selbst erhängt. Zumindest nicht allein. So sieht's aus. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Geht's weiter. Ciao, euer Opfi. Servus.